Hi Leute, ich habe diese Box hier gebraucht gekauft bei Kleinanzeigen und ich musste feststellen, sie funktioniert, wenn ich sie an den Strom anschließe, aber die ist natürlich für den mobilen Einsatz gedacht. Funktioniert leider nicht. Der Akku ist tiefenentladen und jetzt werde ich mal euch zeigen, wie ich die wieder zum Laufen bekomme. Also freut euch drauf, viel Spaß mit dem Video. Als erstes, wie soll das anders sein, werde ich erstmal die Box aufschrauben und den Akku ausbauen. Man beachte, ihr braucht einen langen Schraubenzieher, also einen, der lang genug ist, um bis in die Vertiefungen zu kommen. Genau. Also besorgt euch entsprechendes Werkzeug. Ich werde das Ganze jetzt natürlich im Zeitraffer für euch abspulen. So viel erstmal zum Aufschrauben. Als nächstes holen wir den Akku raus. Und zwar braucht ihr dafür noch eine Zange. Und zwar, um die Kontakte zu lösen. Aber wir holen ihn erstmal raus. Er ist festgeklebt. Genau. Und dann seht ihr hier die Kontakte. Die kann man entweder abziehen oder wenn es bisschen fester sitzt, greift ihr heran und zieht den ab, den Kontakt. Gut, jetzt haben wir erstmal den Akku ausgebaut. So, und jetzt zeige ich euch mal, was hier los ist. Der Akku hat eigentlich 12 Volt. Aber wenn ich jetzt hier die Spannung messe, dann sehe ich nur noch 7,28 Volt. Das ist einfach viel zu wenig. Das Ladegerät kann den Akku nicht mehr laden und erklärt den Akku quasi für tot. Als nächstes baue ich mir einen 12-Volt-Akku. Das heißt, ich nehme 10 Akkus, A1,2 Volt, das sind hier AA-Akkus, und die schalte ich in Reihe. Das heißt, ich verbinde den Plus mit dem Minuspol, und das Ganze hin und her, sodass ich am Ende 12 in Reihe geschaltete Akkus habe und insgesamt dann ein 12-Volt-Akku. So, hier habe ich jetzt den Akku fertig gebaut, also alle miteinander verbunden. Ich blende jetzt mal kurz die Schlängellinien ein, so wie ich die miteinander verbunden habe in Reihe. Und mein Multimeter sagt, ich habe 12,4 Volt. Perfekt. Ihr müsst allerdings nicht so eine lustige Konstruktion basteln mit ganz vielen Akkus. Wenn ihr noch einen zweiten Akku habt von so einer Sorte mit der gleichen Voltzahl, könnt ihr auch den einfach anschließen. So, als nächstes verbindet ihr den selbstgebauten Akku mit dem Akku der Box. Dabei achtet ihr bitte darauf, dass der Pluspol des selbstgebauten Akkus mit dem Pluspol des Akkus von der Box verbunden ist. Sonst baut ihr euch einen Kurzschluss und dann natürlich die Box wieder, den Akku wieder an die Box verbinden, mit der Box verbinden. Ich habe die jetzt mal zugeschraubt provisorisch, damit ich mir keinen Schlag hole, wenn ich das Ganze dann an das 220-Volt-Netz anschließe.
Genau, also Akku, selbstgebauter Akku mit Akku verbinden. Wir sehen auch hier am Multimeter, das hat jetzt ein bisschen weniger als 12 Volt, weil ich ja den kaputten, schwachen Akku mit meinem selbstgebauten verbunden habe. Genau, und jetzt genau mit der Box verbinden. Wenn ich die Box jetzt anschalte, noch ohne Netzstrom, dann hat das Ganze jetzt nicht genug Spannung, um das Lämpchen auf grün, also dass die Box funktioniert, springen zu lassen. Genau, dann schalte ich es mal wieder aus. Genau, jetzt erkläre ich euch nochmal, warum ich das Ganze mache. Ich will nämlich dieses Ladegerät, was hier drin ist, überlisten. Und dass das nicht mehr diesen kaputten Akku sieht, sondern es sieht einen Akku mit einer doppelten Kapazität und mit nicht mehr nur 7 Volt, sondern mit fast 12 Volt. Genau. Und dadurch fängt das Ladegerät wieder an zu laden. Und das probieren wir jetzt mal aus. Wir schließen das Ganze jetzt an das Stromnetz an. Zack. Und dann leuchtet wieder das Ladelämpchen. Und nach einer Weile werde ich dann mal schauen, ob das Ganze schon funktioniert. Wir sehen auch hier, die Voltzahl steigt durch das Stromnetz. So, eine halbe Stunde später, der Akku lädt noch. Aber wenn ich jetzt hier die Stromversorgung abziehe und das Ganze mal einschalte, zack, funktioniert es schon. Es hat also beide Akkus geladen. Genau, ich habe also das System überlistet. Und wenn ich jetzt hier abziehe, sinkt die Spannung, aber sie sinkt nicht gleich auf 7 Volt runter. Genau. Also ein kurzes Update. Ich habe den Akku jetzt mehrere Stunden geladen, aber er funktioniert leider noch nicht. Wenn ich das Netzteil abziehe und sie anschalte, funktioniert es noch nicht. Das sieht man auch sehr schön an dem Multimeter. Das zeigt hier bei angeschaltetem Gerät 10 Volt an. Wenn ich das Gerät wieder ausschalte, zeigt mir der Akku naja, um die 11 Volt an. Das reicht leider nicht. Das Gerät braucht ja 12 Volt. Deswegen werde ich noch munter weiterladen und hoffe, dass ich dann wieder eine funktionierende Box habe. Bis später. So, nun nochmal ein Update. Ich habe die Box jetzt viele, viele Stunden geladen. Und wenn ich jetzt das Netzteil abziehe, zeigt das Multimeter irgendwas um die 13 Volt an. Das heißt, sie sollte funktionieren. Und wenn ich sie anschalte, tata, sie funktioniert sehr schön. Genau, ich werde jetzt sie wieder zusammenbauen. Und dann kann ich sie normal wieder weiterladen und sie benutzen. Gut, dann werde ich euch die Box mal im Zeitraffer wieder zusammenbauen. Gut, um die Haltung wieder anzuschrauben, möchte ich euch noch sagen, dass ihr wirklich diese kleinen Schrauben, die unten rankommen und hier an der Seite, wirklich nur ganz sachte anzieht,
Weil die werden einfach in die Plastik reingeschraubt und da gibt es kein vorgefertigtes Gewinde. Da könnt ihr ganz leicht das Ganze zum Durchdrehen bringen. Also nach dem Prinzip nach fest kommt ab. Bitte ganz sachte anziehen. Hier müsst ihr ein bisschen suchen, dass ihr das Gegenstück, das vorgefertigte Loch dazu findet. Das braucht ein bisschen Geduld, aber irgendwann findet ihr es schon. Gut, dann können wir jetzt das Ganze weiterladen. So, ihr Lieben, ich habe die Box repariert. Sie ist wieder einsatzfähig. So kann man also einen Akku, der schon tot ist, der tiefenentladen ist, wiederbeleben. Das könnt ihr mit anderen Boxen auch machen. Also nicht nur dieser Typ Box, sondern auch andere, die einen Bleiakku oder einen Bleigel-Akku haben. Versucht es einfach. Ich kann natürlich keine Garantie geben, aber viel Erfolg euch. Tschüss.